Moin und willkommen in Dithmarschen. Virtuell habt ihr schon nach Burg geschafft ins holsteinische Haus. Wenn ihr uns vielleicht auch noch lebendig sehen wollt, dann würden wir uns freuen, euch hier begrüßen zu dürfen. In der Buchholzer Straße Nummer 9 im schönen Burg am NOK. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei uns auch übernachten und lasst uns das wissen. Bucht rechtzeitig. Und dann könnt ihr gleich im Video sehen, was unser Lieblingsmod Philipp euch in der Küche vorbereitet hat. Heute wollen wir ein Rohkoststeak mit Schweinebauchfilet und Kartoffelstampf vorbereiten. Und dazu brauchen wir Schweinebauch, ein Rotkohl, Thymian, Petersilie, Rosmarin, Öl, Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer, Gewürze und natürlich Kartoffelstampf. Zuerst nimmt man den Rotkohl und fängt an, die Steaks runter zu schneiden. Am besten Daumen oder Finger dick. Die Steaks werden dann auf ein Blech gelegt und damit Salz, wie zum Beispiel diesen groben Meersalz aus Indien, würde. Da kommt das Kräuteröl drauf, ein wenig. Kurz wieder ungefähr 2 Stunden bei niedriger Hitze im Ofen gehabt. Während der Rotkohl im Ofen ist, können wir ja schon mal den Schweinebauch schneiden. Den am besten in 16 Würfel schneiden, damit jeder am Ende 4 Stück abkriegen kann. Mit Knoblauchöl. Etwas im Kräuteröl. Öl mariniert. Dann kann man auch ein bisschen Knoblauch dazu packen und ein paar Feinkräuter. Das wird dann langsam zusammen mit dem Rotkohl im Backofen gegart. Nachdem der Rotkohl gar ist, nimmt man sich 3 Fäden Ziegenkäse-Rolltalern und bestreicht den Rotkohl damit. Da kommt dann wieder Salz drauf, Pfeffer, Ober. Wie Honig. Anschließend wird auf jedes dieser Rotkohlsteaks noch ein Teig Rosmarin oben drauf. Das wird dann im Anschluss bei 170 Grad für 5 Minuten im Backofen gebacken. Ich habe anschließend die gekochten Kartoffeln in die Sahne gegeben, um aus der Sahnekartoffel hier ein schön cremiges Püree rauszaubern. Und auf das Kartoffelpüree kommt später gebratene Zwiebeln, die ich jetzt schon mal vorbereiten kann. Auf den restlichen Rotkohl machen wir jetzt den Kräuter, dazu ihn erst zuerst schütteln. Und dann hier lang, am besten am Schunk vorbei, damit man schon mal einen Teil des groben Schunkes wegkriegt. Und dann den Rotkohl in feine Streifen schneiden. Nachdem die Gyros geschnitten wurden, packt man sie am besten in den Kessel, damit man sie später gleich gut kneten kann. Also dann nimmt man sich Salz oder am wichtigsten ist eine ordentliche Ladung Zucker mit rein. Das wird dann richtig ausführlich geknetet. Der muss anschließend für ein paar Minuten ziehen, damit sich die Feuchtigkeit sammelt. Nach dem Ziehen hat sich, wie man sieht, am Bodensatz ordentlich Flüssigkeit gebildet und welches nun mit etwas Balsamico-Essig und etwas Zucker sowie Salz abgeschmeckt werden kann. Dabei wird der darf dann wieder bis zum Servieren ziehen. Das ist fertig. Man sieht, der Käse hat Farbe genommen und nun können wir anfangen anzurichten. Richten wir jetzt an. Zuerst nehmen wir was vom Kartoffelpüree und richten es am unteren Rand des Tellers an. Und streichen es ein bisschen. Anschließend legen wir das Rotkohlsteak in die Mitte des Tellers. Das ist schließlich unser Hauptprodukt. Das Kartoffelpüree können wir mit etwas Röstzwiebeln garnieren. Röstzwiebeln geben etwas Petersilie für den Geschmack. Das sorgt für Frische. Und anschließend verteilen wir unsere Schweinebauchpralinen auf den Teller. Und zum Schluss kann man als nochmal eine Geschmacksverstärkung etwas von dem Brat vorne drüber reichen über das Kartoffelpüree. So, anschließend servieren wir den Kraut natürlich als extra Abhang, damit der Saft den Teller nicht.
Fertig ist unser mit Ziegen, Frischkäse oder backendes Rucksteak an Schweinebauchpralinen mit Kartoffelpüree. Wir wünschen eigentlich einen guten Appetit und freuen uns, 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 uns,